Pferdewetten 17.07.2019 Balaklava / Australia Quantenmechanik Autor D. Seltzer McKenzie YouTube. Heute ist Mittwoch der 17.07.2019 und ich habe die Absicht, gleich im australischen Balaklava das dortige zweite Galopprecken des heutigen Tages über 1050 Meter und einem Preisgeld von 13,0 australischen Dollars zu wetten, welches um 6.15 Uhr, dann ist es dort Nachmittag, gestartet wird. Hier die Daten der teilnehmenden Pferde. Pferd Nummer 1 Vorekast 46, ein dreijähriger Wallach mit 57,5 Kilo Kurzform 7454, und das Pferd hat bisher 4 Starts. Pferd Nummer 2 Vorekast 55, ein dreijähriger Wallach mit 57,5 Kilo. Pferd Nummer 3 Vorekast 238, ein dreijähriger Wallach mit 57,5 Kilo. Pferd Nummer 4 Vorekast 82, ein dreijähriger Wallach mit 57,5 Kilo Kurzform, 4 bis 5 und das Wert hat bisher 2 Starts. Pferd Nummer 5 Vorekast 119, ein dreijähriger Wallach mit 57,5 Kilo. Pferd Nummer 6 Vorekast 259, ein dreijähriger Wallach mit 57,5 Kilo. Pferd Nummer 7 Vorekast 40, ein dreijähriger Wallach mit 55,5 Kilo Kurzform, 9 bis 2 und das Pferd hat bisher 2 Starts und einen Platz. Pferd Nummer 8 Vorekast 52, eine dreijährige Stute mit 55,5 Kilo und das Pferd hat bisher einen Start. Pferd Nummer 9 Vorekast 209, eine dreijährige Stute mit 56,5 Kilo. Ich werde nunmehr mit Hilfe der Quantenmechanik zu berechnen, welche Pferde in Frage kommen könnten. Ich wette Pferd Nummer 2 und Pferd Nummer 7. Das Rennen startet und es gewinnt Pferd Nummer 7 und es wird eine Quote von 40, also dem 4,0-fachen bezahlt.